brauchen resiliente, stabile Netzwerke, die Naturgesetze unterstützt, um überhaupt noch eine Zukunft zu haben. Wenn wir jetzt diesen Markt deregulieren und sagen, es gibt jetzt neue Gentechniken, die zur Nachhaltigkeit führen sollen und werden, muss man sagen, dass das in keinster Weise wissenschaftlich unterstützt wird, nicht fundiert ist und dass man das Vorsorgeprinzip der EU mit den Füßen tritt. Zumal es ja zeigt, dass es eine Landwirtschaft gibt, die ohne Patente und ohne schweren Input von Monopolisten und von Konzernen auskommt. Und das ist die agrarökologische oder die ökologische Landwirtschaft. Die Grüne Fraktion hat eine Studie gemacht 2022, die Verstrickungen von Wissenschaftlern zeigt, die in der Genetik arbeiten und auch lobbyisieren, die neue Gentechnik und auch Einfluss auf die EU-Politik nehmen. Und das ist gefährlich und sehr spannend, weil in bestimmten Arbeitsgruppen bis zu 2/3 der Wissenschaftler davon finanziell oder im Fortkommen profitieren würden und gleichzeitig aber spezialisiert sind nur auf Genetik und nicht auf Landwirtschaft, Ökologie, Agrarökonomie, Gesundheit oder Vielfalt, also Biodiversität. Und das ist ein großes Problem. Man kann nicht einen einzelnen Baustein nehmen und sagen, da kenne ich mich aus, und die ganze andere Kette des Lebens und demzufolge hier des Desasters ignorieren und nicht in die Waagschale werfen.